die Bedeutung einzelner Panzer und einzelner Fahrzeuge an der Frontlinie und verschiedenes aus dem Original, einfach im Modell sehr, sehr wenig. Das ist schnell, so langsam unterwegs. Das Original ist gut gepanzert dafür. Ja gut, das heute ist voll langsam unterwegs, wenn wir für uns verwenden, den Vorteil hat es mit dem Anfang zu tun, dass wir auch relativ langsam mit dem bewegen können. Trotzdem ist es gut. Ja, Spannbaute haben wir hier 3 Meter bei einer Länge von 2,75 Meter und Abflussgewicht von 30 Kilogramm. Das Ganze wird dann befeuert mit 2 Demo-Jets und 30 Laubix-Triebwerken. Ja, die A10 von der Firma Vivo ist eines der besten Nachbildungsmodelle, denke ich, dieses Baumusters. Und auch im letzten Jahr, ich weiß nicht, ob es in diesem Jahr mit hat, Florian Kalwitz mit der A10, mit der nächsten Hastenbriefe an Bord, die noch etwas kleiner, die schreien noch mehr, toller Sound. Und dann dazu noch nach Musik geflogen. Faszinierend, diese schnellen Richtungswechsel immer. Aber auch hier muss man sich auf die Triebwerke verlassen können und Firma Evojet baut hier auch absolut zuverlässige Handwiegen. So, jetzt werden Scheuchkörper abgefeuert. Aber ich habe noch niemanden gesehen, der versucht, in der Sideliner die A10 abzuschießen. Ja, zur Information, die Täuschkörper, das sind die 10 Leuchtkugeln, werden die ausgestoßen bei der Bedrohung durch Raketen und sogar Blitzesuchkopf, die auf die Triebwerksabwärme gehen. Durch ein entsprechend eingeleitetes Manöver, das wird sich von der Bordsammlung simuliert, durch ein entsprechend eingeleitetes Manöver und den Ausstoß dieser Leuchtkörper ist es unter Umständen möglich, eine anfliegende Flugabwehrrakete abzuwerfen. Ja, und wir hatten gerade eben gesehen, Josef, nicht nur langsam, sondern schnell, wie das auch in der Hand sieht, die ist hier für die Übertrieben gut motorisiert. Now we just saw a couple of maneuvers. It's not only a slow aircraft, it can be flown fast as well. The power is 2 times 2.1 kilometers. It's a 3-meter wingspan, it's 30 kilograms of takeoff weight, it's a full-scale model, and as you can see, it's doing all the maneuvers the full size can do as well. And we just saw it putting off a set of flares. It's a simulated defense against the sitting FAF missile, and now it's coming for another flyby. And you see all the weapon stations below the wing. The A10 is famous for, now it's using the flares again. The A10 is famous for carrying a lot of weapons, different weapons, fuel tanks, rockets, bombs, and stuff like that. But the most, the biggest weapon on the A10 is the Gatling gun. It's specially designed, it's a Gatling gun, which can use a quite high rate of fire, and it's used against tanks. So with this Gatling gun, you really can basically break a tank. Ja, die A10 ist eben bekannt, die kann relativ viel tragen. Man sieht es an den Stationen unterm Tragflügel. Und die Hauptwaffe der A10 ist allerdings auch die riesige Gatling-Kanone, die sich in dem Bug des Flugzeugs befindet.